Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Sky Factory 2 Season 2. So, im letzten Part haben wir nichts wirklich Gescheites geschafft. Wir haben ein bisschen Staub gemahlen und haben kaum was dabei rausbekommen, was von dem, was wir wollten im Endeffekt. So, mal gucken, was hier in den Lootbags noch drin ist. Okay, die kann man einschmelzen. Drei Bücher. Oh, Pulsartinken Iron. Okay. Das ist nicht schlecht. Aber ja, ansonsten mager die Ausbeute, würde ich mal gerade behaupten. Dim, 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 dim. Ja, den Rest ist halt da, ne? Sagen wir es mal so. So, kurz schlafen. Und dann geht auch das muntere, ja, Gefarme weiter. Ressourcen gewinnen. So, wollen wir mal gerade gucken. Du hast Lava drin, alles klar. Und weiter geht's. Wie im letzten Part. Ziemlich langweilig. Auf jeden Fall der ganze Käse hier. Aber wir müssen auch dann, sobald es dann soweit ist, müssen wir gucken, dass wir Pipes herstellen können. Dafür braucht man das Pulsating Iron da. Wovon wir ja gerade so glücklicherweise eins bekommen haben. Wir brauchen davon nämlich, das wurde, wenn ich mich gerade noch recht entsinne, aus dem Kopf heraus mit den Bindern und drei Nuggets hergestellt. Irgendwie sowas. Die brauchen wir auf jeden Fall auch. So, da haben wir einen Nickel, haben wir hier schon mal. Dieses Gold. Dieses hier. Darauf müssen wir auch jetzt Augenmerk legen, weil das ist momentan mit das Wichtigste, was wir brauchen. Weil ich meine, insgesamt mit 4 Barren, 5, 6 Barren, keine Ahnung, wie viel wir da jetzt momentan rauskriegen. Nicht mal, glaube ich. Nee, wir kriegen. So viel kriegen wir da gar nicht bei raus. Kommen wir auf jeden Fall auch nicht allzu weit. Also von daher. Also müssen wir hoffen, dass wir einiges mehr dabei rauskriegen. Aber momentan sieht es schlecht aus. Und überhaupt die Ausbeute ist wieder relativ mager. Jetzt bin ich am Überlegen. Der Hammerer kostet jede Menge Eisen. 6, dann alleine der. Oh, wie heißt er noch? Ja, genau. Genauso heißt er. Aber ich komme gerade nicht drauf. Allein der Amboss. Meine Güte. So. Jetzt habe ich. Bin ja aber immerhin noch drauf gekommen. Immerhin. Allein der Amboss kostet ja 27, 31 Eisen. Oh mein Gott, ey. Plus 6 für außenrum. Plus eine Platte. Jo, das ist nicht billig. Aber naja, okay. Ich würde sagen, um da auch schon mal dann ein bisschen in die Nähe zu kommen, weiter schmelzen wir die Dinger hier mal eben ein. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen so nicht so viele Eimer. Haben wir hier sonst noch? Irgendwas, was wir einschmelzen können. Wir haben nämlich hier drei Eimer. Das reicht erstmal. Okay, dann schmelzen wir die drei Sachen schon mal ein, gerade. Jo, alles klar. Und währenddessen das da vor sich her dudelt,
machen wir hier weiter und hoffen, dass wir noch mehr Nickel bekommen. Dass wir die erste Automatisierung hinbekommen. Bestehend aus Hammer, Magmatic Dynamo und automatischem Sieb, wofür wir allerdings dann noch Silk Mesh brauchen. Das heißt, wir müssen einen Baum infesten auf jeden Fall noch. Komm mal gerade her. Einer, der freistehend ist. Obwohl, kommt, machen wir die hier. So, alles klar. Kann der sich in der Ru Zwischenzeit infizieren? Und wir kriegen dann auch genug Seide for days. Also für die halbe Ewigkeit, weil bis auf fürs Sieb und für die Wolle am Anfang braucht man eigentlich selten Seide. Aber wir haben auch wieder Flint, um unsere Axt zu reparieren, sehe ich gerade. Da ich nach wie vor nicht weiß, wo unser ganzes Flint abgeblieben ist. Verwirren tut mich das ja schon immer noch ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Diamanten haben wir auch keinen bisher rausbekommen. Ist nicht nett, nicht nett, gar nicht nett. Weil Diamanten, daher brauchen wir ja auch später dann für das Sieb, um das Sieb abzugraden. Mit Fortune. Und auch mit Speed Upgrades brauchen wir auch müssen später, aber das sind ist halt alles Ingwer, lastig. Ingwer und Electrum. Auf jeden Fall kriegen wir Eisen einigermaßen hierbei raus. So, das heißt, ein Stack noch. Wir sind jetzt, boah, gut 4 Minuten, kann man sagen. Brauchen wir im Moment für einen Stack hier durchzukriegen. Aber wir brauchen unbedingt mehr Nickel. Oh mein Gott. Wir haben jetzt 9 Broken Nickel. Wir haben 6 in der Kiste, 3 jetzt im Inventar. Das heißt, 3 Stück bräuchten wir noch theoretisch. Um wenigstens ein bisschen dabei rauszubekommen. Ich meine, notfalls können wir auch für den Anfang wenn wir genug Eisen haben, sagen wir mal so, einen Generator bauen erstmal. Und zwar den hier. Der braucht Gold und einen Eisenblock. Das ist halt klar günstiger im Endeffekt.
aber naja, im Endeffekt weniger effektiv, weil man es halt nicht einstellen kann. Aber ich denke mal, jetzt für den Anfang wird es wohl hinreichen müssen. Ja, wird es wohl müssen. Na komm, dich kriegen wir auch noch durch hier. Das heißt, wir müssen eine Lava-Farm bauen, eine kleine schon mal. Das heißt, wir brauchen ein paar Crucibles. Ja, ein paar Crucibles machen wir dann als nächstes. Lava haben wir ja noch einen Eimer da drin. Ja, okay. Ich denke mal, das sollte so das nächste Ziel jetzt gerade sein. Sobald wir hiermit fertig sind jetzt. So, letzter Gravel. Und es wird Nacht. Ah, ich habe Angst im Dunkeln. Ja, genau. Oh, wir haben Erde hier noch drin, sehe ich gerade. Alles klar. Komm mal wieder her. Das war's alles an Erde? Ja, alles klar. Die können wir dann hier reinpacken. So. So, Kohle, Flint. Dum, 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 dum. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben 2 Barren Nickel. Ein, ne, das Aluminium. Hier haben wir Eisen. So. Oh, mal gucken, wie viel Eisen wir jetzt da rausbekommen. So, jetzt sind wir mindestens 12. Okay. Einen Hammer bitte. So, da haben wir doch schon mal einen mehr. Zack. Jawohl. Ja gut, immer ein bisschen mehr. 23 Eisenbarren, also 23 Blöcke mal 2. Oh. Wollen wir die schon mal hier reinschmeißen? Ach so, Quatsch. Brauche ich ja jetzt gerade gar nicht hier rausholen. Oh, ihr kommt hier wieder rein. Dich kann ich hier drin behalten. So. Wir brauchen jetzt das Bone Meal. Haben wir noch irgendwo Clay? Clay, jawohl. Hier haben wir auch noch Staub. Wasser. Okay. So, da haben wir noch 3. So, 5. Alles klar.
Gut, dann wollen wir mal gucken, wie viel wir da jetzt bei rausbekommen. Zack, zack. Nee, dich brauche ich gar nicht. So, zack. 4 Stück. Ja, ein einziger fehlt mir noch, ist das denn zu glauben? Naja, okay. Dann haben wir aber schon mal 4. So, hier holen wir mal eben den Eimer Lava schon mal raus. Dann haben wir nämlich schon mal 5 Crucibles. Stein haben wir jetzt auch gerade im Inventar. Das heißt, gucken wir mal gerade. Was können wir denn hier Schönes nehmen? Na komm, nehmen wir das einfach jetzt mal. So. Ach, die sind noch ge- Ach, bin ich ein Held. Die müssen ja noch gebrannt werden. So, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir hier einfach mal eine kleine Fläche. Schon mal, die wir dann hier auf der Höhe dann ausbreiten. Da braucht man mehr, wesentlich mehr. Aber ihr Lieben, das machen wir, nehmen wir dann im nächsten Part in Angriff. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich baue gerade noch eine Crook, dann nehmen wir da hin. Machen wir den üblichen Abgang. Die Monster sind, ist dann der Schluss. Na, komm her. So, 1, 2, 3. So, der Crucible. So, holen wir uns hier noch. Upp. Jawohl, genau ein Stack. Ist doch okay. Da müssen wir dann nachpflanzen. So. Okay. Gerade noch was futtern. Monster töten und dann beenden mit. Oh, da ist ein. Oh, sogar zwei Endermen. Ey, im Ernst, der Blödmann hat jetzt hier die Enderperle gerade in der Hand gehabt und dadurch ist sie jetzt weg. Toll. Ah, da ist er zum Glück doch nochmal. Doch wieder rausgekommen. Dein Glück, mein Freund. So, alles klar. Also in dem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, der Part hat euch gefallen und dass ihr auch beim nächsten Part von Minecraft Sky Factory 2 wieder einschalten werdet. So. So. Das noch. Du kommst da rein. Zack. Alles klar. Okay, ihr Lieben. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.